Ja, Hajj Terminal in Jeddah. Wir sind mit einem Team von insgesamt 5 Kollegen dort gewesen und hatten den Auftrag von der saudi-arabischen Flughafenbetriebsgesellschaft, die also auch den internationalen Flughafen von Jeddah betreibt, diese Konstruktion des Hajj Terminals zu inspizieren und einfach Aussagen zu treffen, wie der Zustand ist und wie man inwieweit man von einer noch längeren Lebenserwartung ausgehen kann. Dieses Hajj-Terminal wird ja auch in der Ausstellung hier beschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist zunächst mal eine gigantische Konstruktion. Das ist im Grunde genommen das größte Schattendach der Welt. Das ist ja bis 20 Meter Höhe offen. Es ist ein reines Schattenspendedach. Das hat eine Fläche von etwa 40 Fußballfeldern, 400.000 Quadratmetern, ist also gigantisch. Das ist zunächst mal das Erste, was besonders ist an dieser Konstruktion. Das Zweite ist, dass es eine unglaublich gelungene Ingenieurkonstruktion ist, insofern als die eigentlich tragenden Stahl, die primär tragenden Stahlkonstruktionen, nämlich hohe 45 Meter hohe Pylone, im Übrigen Schalenkonstruktionen, nämlich mit aus großen 2,50 Meter Durchmesser großen dünnwandigen Rohren. Diese Stahlkonstruktion ist dann verbunden über eine sehr ausgeklügelte Seilkonstruktion mit den eigentlichen Zeltdächern. Und diese eigentlichen Zeltdächer bestehen aus PTFE-beschichteter Glasfasermembran, ein Werkstoff, der damals 1980, als es gebaut wurde, noch relativ neu war. Es ist also auch die älteste derartige Konstruktion in der Welt, bei der diese Membrandachkonstruktion immer noch lebt, immer noch in Betrieb ist. Das ist das Besondere an dieser Konstruktion und wir hatten nun die Aufgabe, sie zu inspizieren hinsichtlich ihrer weiteren Lebenserwartung. Die ist immerhin 35 Jahre alt. Das ist für Stahl nicht sehr viel. Der Stahl muss einfach nur vernünftig korrosionsgeschützt werden, dann macht er nochmal 30 Jahre. Die Seile, da müssen wahrscheinlich einige mal ausgewechselt werden und geprüft werden. Aber dann wird diese Seilkonstruktion, das sind immerhin insgesamt 3.600 Seile in dieser gigantischen Konstruktion, auch die werden weitere 30 Jahre machen. Die Membran selbst, das heißt dieser textile Baustoff, der wird nur noch einige Jahre weiter existieren können, den wird man irgendwann auswechseln müssen. Und genaue Anweisungen dazu und auch genaue Anweisungen, was man für die Seile machen muss, was man für die Stahlkonstruktion machen muss, genau das war die Erwartung an uns von unserem Auftraggeber, da entsprechende Empfehlungen zu geben. Wir sind im Moment dabei, so einen Bericht zu erarbeiten, in dem das dann dort weitergegeben wird.